Wie läuft das Ganze denn dann ab? Können wir uns einfach einen aussuchen, oder? Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnimmt. Einen Flüchtling. Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Sie war auf Pilzen. Sie engagiert sich so sehr für die Flüchtlinge. Die Armen. Willkommen bei den Hartmanns. Ich habe da noch ein paar Fragen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen absichern. Sie wissen ja, es gibt auch immer ein paar Schafe unter den Schwarzen. Schwarze unter den Schafen. Schwarze Schafe unter den... Ja. Die Hartmanns und ich begrüßen euch herzlich in einem Saal von You Cinema zur neuesten Ausgabe von You Cinema TV. Ich bin der Maverick und führe euch durch die spannende Kinosendung, wo wir euch die neuesten Film-Highlights zeigen und auch ein neues Food-Konzept vorstellen, dort zu Offerungen im You Cinema. Die Hartmanns kommen übrigens am 3. November in unsere Kinos und der nächste Trailer, den wir euch zeigen, Masterminds, kommt am 10. November raus. Hier ein Ausschnitt aus dieser abgefahrenen Komödie mit dem Zach Galifianakis aus Hangover und dem Owen Wilson. Also, wen soll ich für euch umlegen? Nicht vor dem. Oh, einen von denen? Nein. David? Ja, halt durch, ich stehe vor der Tür. Mach dir keine Sorgen. Mann, ist das eine billige Tür. Spann deine Möpse ein. Was? Manchmal führt der Weg nach draußen direkt durch. Monster verstecken sich in den Schränken, unter Bett, im Estrich oder im Keller. Aber im Fall von fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, versteckt sich eine ganze Märli- und Wunderwelt nur in einer Guffere. Dahinter stecken Leute, die nicht so sind wie wir. Es gibt eine verborgene Gesellschaft. Sie reicht Jahrhunderte zurück. Gestern kam ein Zauberer mit einem Koffer in New York an. Einem Koffer voller magischer Geschöpfe. Und leider sind einige entkommen. Keine Panik! Es gibt absolut keinen Grund zur Besorgnis. Ich will unbedingt ein Zauberer sein. Wüsstet ihr noch, wo die Ölbohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko eine riesige Umweltkatastrophe angerichtet hat? Am Zürich Film Festival hat der Action-Thriller Premiere gefeiert und unsere Filmbooking-Chefin Delia Kiburz ist völlig kaputt aus dem Kino gekommen. Delia, sag uns doch, wieso ist dir der Film so unter die Haut gegangen? Du sitzt im Film und du weißt von der ersten Sekunde an, es wird etwas passieren. Und jedes Mal, wenn die Ölbohrplattform knarrt oder irgendwo ein Alarm abgeht, denkst du, jetzt kommt die grosse Katastrophe. Und der Film nimmt einen komplett rein, 2 Stunden lang. Du hast Action, du hast Drama. Es ist eine wunderschöne Geschichte, eigentlich auch so auf Teamwork-Basis, weil der Mark Wahlberg, wo eine reale Person spielt, die dort dabei war, rettet so viel von seinen Teamkollegen. Und du bist als Zuschauer, du machst eine richtige Experience durch. Du bist so angespannt, weil du einfach hoffst, dass die sich retten können von dieser Plattform. Und am Schluss kommt dann echt so die grosse Erleichterung. Ich bin auf Adrenalin aus dem Kino rausgekommen und ich muss dir wirklich sagen, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Ich kann allen empfehlen, geht den Film schauen. Es ist unglaublich spannend und ich finde die Katastrophen extrem gut verfilmt. Okay, merci vielmals, Delia. Okay, und ihr seht jetzt hier einen Ausschnitt von Deepwater Horizon. Was ist das für ein Geräusch? Seht ihr das? Sofort runter, Freunde! Mike, was ist da los? Ist alles okay? Wir müssen sofort weg hier! Wir müssen zu den Rettungsbooten, sofort! Der Name meiner Frau ist Felicia und der meiner Tochter Sydney. Und ich werde sie wiedersehen, hast du mich verstanden? Wenn ihr nach dem Film immer noch voller Adrenalin sind und noch nicht nach Hause schlafen können, könnt doch noch sichtbar einen Ben & Jerry Milkshake probieren. Hallo! Kannst du mir etwas draus machen? Ja, mit Ben & Jerry's kann ich etwas mega Fans machen. Also, schau, ich habe hier
Alles schon vorbereitet? Wir denken, du kommst sicher noch mit dem. Okay. Und zwar machen wir dir jetzt einen super feinen Milkshake aus dieser Glasse. Für das brauchst du einfach einen starken Mixer. Dann Glasse noch mal. Wir können natürlich auch, du hast jetzt die gebracht, aber das kann man mit jeder Sorte machen, die wir haben. Und für das tun wir jetzt die da rein. Und dann für den Milkshake brauchen wir noch ein bisschen Milch. Da kannst du gerade schön 1:1 mixen. Du nimmst gerade den Becher, dann musst du nicht noch einen Massbecher nehmen. So, und jetzt wird es gerade laut. Und jetzt müssen wir nur noch Mixer zumachen und das Ganze starten. So, die 20 bis 30 Sekunden sind rum. Okay. Und unser Shake ist fertig. Jetzt müssen wir den nur noch in die passende Becher einfüllen. Okay. So. Und dann geben wir noch ein bisschen Eis dazu. Und jetzt kommt noch das Topping. Vorab, also ein bisschen Schlagrahm ist gut für dich, oder? Auf, klar, ja. Sicher. Kommt, wenn schon, dann schon. Schlimm mit Fitness in mir. Du hast schon viel gegessen, oder? Dann geht das schon. Noch ein bisschen Schokostreuseli. Ah. Dann wäre die Milkshake fertig. Probier's schon mal. Gell, Spenny? Oh. Schön cremig. Huerig. Wichtig, mit jeder Ben & Jerry's Sorte, die wir natürlich führen, kann man das machen. Wow. Also, ihr habt es gehört, man kann mit jedem Ben & Jerry's Glas, den sie hier haben, kann man so einen Milkshake machen. Lassen. Unbedingt ausprobieren, wenn ihr mal hinkommt. Das ist definitiv wert. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen ein bisschen etwas gehen, einen Film schauen. Ja, ich stehe hier mit unserem Kino-Conny Schibli, dem Inhaber und CEO der U Cinema Gruppe im U Event Center zu Oftringen. Conny, verrate uns doch, was hier im Hintergrund genau gemacht wird. Hier gibt es ein Wok-Restaurant, das heisst Wokami. Okay, und wie genau bist du auf die Idee gekommen? Die Idee ist entstammt aus einer Leichtsinnigkeit. Ich habe mal ein Asien-Restaurant Takeaway übernommen von einem Kollegen. Und das ist am Anfang nicht so richtig gut gelaufen. Da bin ich zufällig mal auf New York mit meiner Frau, Schwager, noch Mitarbeiter sind dabei gewesen, sind wir in ein Wok-Restaurant und haben gesehen, wow, das ist genau das Konzept, das wir umsetzen wollen. Das haben wir dann gemacht in Olten. Und jetzt, anstelle vom Yummy, der da war, kommt es jetzt auch in Oftringen. Okay, und verrat uns doch, was ist genau das Konzept dahinter? Das Konzept ist ähnlich wie im Subway, wie man das auch schon kennt, dass man sein eigenes Gericht zusammenstellen kann. Das heisst, man hat Nudeln, Reisnudeln, Reis, dann ein Gemüse, Fleisch, Fisch und dann noch die Soße, die man selber zusammenstellt. Und nachher wird es dann vor einem, wird's dann gekocht im Wok. Okay. Und wann kann man diese Wok-Zauberei dann holen? Immer über den Mittag, also auch in Olten wie hier in Oftringen, über den Mittag und natürlich während der Kinoöffnungszeiten. Okay. Also, liebe U Cinema-Gäste, dort, wo früher das Yummy war, begrüsse ich jetzt herzlich das Wokami. Schaut doch beim nächsten Kinobesuch vorbei und stellt euch ein eigenes Wokgericht zusammen. So, das war es von U Cinema TV. Wenn ihr jetzt zu alt oder zu oft im U Cinema hockt, hättet ihr jetzt noch 10 Minuten Zeit, etwas im Wokami zu holen. Viel Spass beim Film und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.